Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Steffen von Love in New York. Ich melde mich mit dem ersten Weekly des neuen Jahres. Das bedeutet, ich wünsche euch ein fantastisches 2020. Habt eine richtig großartige Zeit. Und wenn es euch jetzt nach New York verschlägt, habt ihr natürlich gleich wieder ein paar richtig tolle Termine in dieser Woche vor euch. Also, starten wir gleich damit. Was ist das allererste? Ist die Dreikönigsparade. Am 6. Januar geht es los. Die erste Parade des Jahres ist es. Und sie startet 106. Straße und Lexington Avenue und geht dann bis zur 115. Straße und Park Avenue, was daran toll ist. Es ist wirklich eine Parade, so wie ihr sie euch vorstellt, mit echten Kamelen und Kostümen und so weiter. Das heißt, wenn ihr gerade mit Kiddies dort unterwegs seid, kann das was ganz, ganz Spannendes werden. Apropos spannend, im Januar startet jetzt eine ganz neue Ausstellung im MoMA. Und zwar haben die schon seit Jahren ein Projekt laufen, in dem alte Filme neu aufbereitet, restauriert und konserviert werden. Und immer wenn das soweit ist, gibt es ein Festival, wo sie die besten Stücke davon zeigen. Und jetzt sind wieder Filme dabei aus den 1920ern, 1930ern. Und es geht los, 9.1. bis 22.1. Das Projekt heißt To Save and Project. Und wie immer gilt alles, was ich jetzt gerade erzähle, alle Termine findet ihr natürlich im Video noch unter dem Video unten drunter. Was ich persönlich richtig spannend finde, sind gleich zwei Sachen, die jetzt kommen. Am 10. Januar und 11. Januar gibt es das Winter Jazz Festival. Und Jazz in New York gehört für mich einfach super brutal zusammen. Und in der Webster Hall, die ist im East Village, habt ihr dann sozusagen zwei Tage hintereinander volles Programm mit ganz, ganz tollen Jazzgrößen. Also wenn ihr am 10. und am 11. Januar in New York seid und Jazz interessiert seid, dann solltet ihr auf jeden Fall zur Webster Hall laufen. Und dann haben wir noch ein cooles Basketballspiel. Wenn ihr sagt, Mensch, da am 10. Will ich mir lieber ein Sportspiel angucken, dann ist das genau der richtige Tag. Da spielen die Brooklyn Nets gegen die Miami Heat. Und normalerweise sind ja die New York Knicks die einen besseren Namen haben in der Stadt. Aber leider sind sie seit Jahren schon nicht so erfolgreich, sodass die Brooklyn Nets eigentlich die erfolgreichste Mannschaft New York sind. Und wie gesagt, die spielen am 10. erst gegen Miami. Wenn ich dann in der Woche da wäre, bei dem Spiel würdet ihr mich finden. Auch super witzig, zwei Tage später die No Pants Subway Ride. Es ist genau das, was ihr hört. Es hat 2002 damit angefangen. Es geht wirklich darum, es ist von einer Impro-Gruppe gestartet, dass man ohne Hosen per Subway fährt. Der Deal ist ganz einfach. Ihr geht mit Klamotten da rein, zieht dann die Hose aus zu diesem speziellen Event und bevor ihr wieder aussteigt, habt ihr wieder alles an und geht wieder raus. Das ist sozusagen Long Story Short, hat ganz klein angefangen. Mittlerweile gibt es das in 25 Städten, mehreren tausend Leute machen da mit und das ist ein richtig großes Happening geworden. Speziell in New York, das gibt es übrigens auch in Deutschland, in Hamburg und in München, falls ihr das mal hier euch angucken wollt. Und wenn ihr in New York seid, könnt ihr wie gesagt mitmachen, das ist ja eine kostenlose Aktion. Und danach gibt es auch eine Afterparty in der Bar 13 am Union Square. Und es gibt auch einen Dresscode und der Dresscode heißt No Pants. Ganz, ganz abgefahren. Wie gesagt, gibt es jetzt mittlerweile in 25 Städten. Ganz freaky, freaky Sache. Was steht noch die Woche auf dem Plan? Drei Sachen und das sind sozusagen die Weihnachtsevents, die es jetzt noch gibt. Ihr könnt euch noch den Rockefeller Tree ansehen. Der ist bis zum 17. Januar da. Im New York Botanical Garden gibt es noch diese Holiday Train Show. Bis zum 13. und bis zum 26. gibt es noch dieses Hello Panda Festival. Das ist das größte Laternenfest der Welt im Citi Field Stadium. Das sind die drei Sachen, die sozusagen aus Weihnachten noch jetzt in dem ersten Weekly für Januar mit am Start sind. Ihr seht, es geht langsam, aber sicher wieder los. Ist Kultur wieder mit dabei, ist ein tolles Sportevent mit dabei. Ganz witzige andere lustige Events. Wie immer, kennt ihr das schon? Wir haben noch ganz, ganz viel weitere Events auf unserer Seite. Ich verlinke das gleich mal unten mit drunter, sodass ihr da immer top informiert seid. Ich wünsche euch jetzt eine gute erste Woche. Kommt ganz entspannt in euren Arbeitsalltag wieder mal rein oder beschäftigt euch jetzt schon ganz, ganz viel mit der besten Stadt der Welt, New York. Und wie immer, kennt ihr, wünsche ich euch eine tolle Zeit. Macht's gut und wir sehen uns dann im
im nächsten Weekly. Bis dann. Tschüss, euer Steffen von Love in New York.